Schaut euch diesen Fenchel und Mangold an. Herzlich willkommen in unserem Kleingarten hier in Berlin-Pankow. Es sieht klasse aus. Nachdem wir diesen Garten vor anderthalb Jahren völlig überwuchert übernommen haben, ja, läuft's, würde ich sagen. Gewächshaus ist voll mit Zuckermelonen, Tomaten. Hier wachsen auch noch Paprika, wir haben Rosenkohl, Blumenkohl, Zucchini. Alles dabei. Nur ein Baum musste an diesem Wochenende gehen. Und welcher das war, das seht ihr nach dem Intro. Es hat geregnet bei uns im Kleingarten hier in Berlin-Pankow. Und das bedeutet, dass die Sachen echt wie Hulle wachsen, würde meine Mutter jetzt sagen. Und das sieht man nicht nur hier vorne im Hochbeet, sondern auch in diesem Hochbeet, wo ich erst dachte, dass da gar nichts großartig passiert. Und jetzt kommen diese ganzen kleinen süßen weißen Radies-Eiszapfen und natürlich auch, wie immer, das Beikraut. Also diverse Gräser, vor allem hier in dem Hochbeet, wo ich mit dem eigenen Kompost aufgefüllt habe. Ja, und das ist natürlich ein Nachteil, wenn man den eigenen Kompost benutzt und den nicht irgendwie erhitzt, also keine Heißrotte macht oder ähnliches, dann ist es natürlich so, dass da die ganzen Unkrautsamen genauso durchkommen. Ja, was ich noch getan hat, ist hier das, ich glaube, das war hier der Rucola, den wir ausgesät haben in dieser Schnecke im Pflanzsack. Die Artischocke, die ja, ist zwar so eine Pflanze, die nicht viel Wasser braucht, wenn es aber mal Wasser gibt, dann ist sie auch sehr glücklich darüber. Und ja, die Tomatillo, die halt die Tage, wo es so heiß war, immer wieder die Blätter haben hängen lassen, schauen hier richtig glücklich drein. Und gleiches gilt auch für die Zuckermelone hier im Pflanzsack, wo ich ja auch letztes Mal schon gezeigt habe, dass da auch langsam eine kommt. Die muss ich wohl auch noch in so ein Organza-Säckchen stülpen, damit die nicht direkt von Schnecken aufgefressen wird. Da sind auch noch eine Menge Blüten dran, also kann sein, dass da noch mehr Ansätze kommen. Dazwischen steht ja hier so eine Malve, die sich echt ganz schön macht. Und auch nochmal nicht Tomatillo, sondern die anderen, die Physalis, auf die wir hier noch sehr gespannt sind. Ja, bevor ich hier mit dem Rundgang weitermache, habe ich gedacht, ich arbeite ein bisschen, denn heute am Samstag soll es auch später wieder anfangen zu regnen. Eigentlich soll es längst regnen. Und ich dachte, solange der Boden schön feucht ist, ist das die perfekte Gelegenheit für weitere neue Aussaaten für ja, Herbst und oder Winter. Und wir hatten ja gesagt, dass das Erdbeerbeet hier entsprechend weg soll. Und da werde ich weitermachen. Hier hatte ich ja schon angefangen, da zwei Saatbänder auszusehen. Kann man das? Oh, da kann man sogar schon was sehen. Das ist ja toll. Ja, durch das milde Klima in Verbindung jetzt auch mit dem Wasser, also dass der Boden nicht so trocken ist, ist natürlich perfekt. Und ich dachte, es wäre jetzt auch perfekt, wenn wir hier entsprechend die Erdbeeren rausnehmen. Da matsche ich mich ordentlich ein, das weiß ich. Aber wenn wir die rausnehmen und da was Neues aussehen, dann hat es auch ganz gute Chancen für den Herbst, denke ich. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Wir sind gerade wieder zurückgekommen aus Oldenburg scheinbar, denn du hast wieder das gleiche T-Shirt an wie die gesamten Dreh in Oldenburg. Nein, es ist nicht wahr. Also, oh, stimmt! Das ist ja mit Friends Don't Lie war da. Ne? Friends Don't Lie. Ja. Und Oldenburg ist 2 Wochen her und ich habe zwischendurch die Bekleidung gewechselt. Das ist 3 Wochen her, oder? 2 Wochen. Okay. So, was machst du jetzt? Ich habe die Erlaubnis von Martin, dass ich diese hässliche Rose endlich entfernen darf. Und das werde ich jetzt machen. Und dafür werde ich diese formschönen und für mich irgendwie pervers aussehenden Rosenschutzstachelverletzungsteile anziehen. Wenn mir das jemand erklären kann, warum man damit aussieht wie ein Fraggle, also warum es nicht 5 Finger gibt, wäre ich sehr dankbar. Ich finde das so ein bisschen merkwürdig. Ich habe gerade so eine Serie geschaut über Baseball, das erste Frauen-Baseball-Team und die haben ja auch so komische Handschuhe. Gehört jetzt am liebsten gleich so. Okay, gut. Tim. So, Robert, das nehmen wir mal mit. Du kommst hier mit um die Laube. Und dann guck mal,
Die Bäumchen wachsen doch. Also das eine nicht, das verreckt, aber die wachsen doch. Das ist doch schön. Die beiden sind tatsächlich. Genau. Kannst du deine Windeln irgendwann mal? Entschuldigung, aber wenn ich muss, dann muss ich halt. So. So, was soll jetzt weg? Wir reden über dieses Ungetüm, dieses hässliche Teil. Du findest das hässlich? Ich möchte jetzt auch in den Kommentaren nichts Gegenteiliges hören. Ja, man muss auch sagen, es ist halt keine einzige Blüte zu sehen, ne? Ja, jetzt ist der Anspruch von Martin, dass ich das Ding entferne, also nicht nur abschneide, sondern auch wirklich aus dem Boden hole, ohne natürlich die anderen Pflanzen zu verletzen. Wobei man dazu sagen muss, das sieht ja auch alles ein bisschen traurig aus. Ne? Das ist schon ganz schön verblüht, aber... Naja, ja. Kriege ich das brauchst dann du, durch? Brauchst du da nicht vielleicht eher eine Säge für? Wahrscheinlich, ne? Damit kriege ich das gar nicht. Also ich finde, es sieht wirklich eher nach Säge aus. Und oh das, Gott! Ja, wir holen eine Säge. Ich würde sagen... Oh, das, guck mal, das lässt sich ausziehen. Ja, es ist ein Teleskop-Ding. Ich kriege es nicht mehr. Doch, ja. Jetzt. Au! Ah. Hab jetzt schon keine Zum Glück hattest du Handschuhe an. Wir holen eine Säge. Ja. Das ist jetzt die richtige Säge? Das weiß ich doch nicht. Okay, probier es damit. Gibt es eine Rosensäge? Achso, hast du das Kniebrettchen? Nö, das kriegst du jetzt auch einmal so hin. Wir haben so schöne Bretter bekommen für die Knie, damit man sich nichts tut, aber nein. Damit du dich schön hinknien Aua. Kannst. Ne? Ich habe dir extra die Handschuhe gegeben. Ja. Wenn du ganz unten ansetzt, dann hast du auch möglichst viel mit. Was habe ich da möglichst viel mit? Möglichst viel Stamm, weil da ja auch oben noch was dran wächst, weißt du so. Mhm. Robert, einfach mal die Klappe halten. So, und wir melden uns dann in ungefähr 2,5 Stunden wieder, wenn Tim das Ganze hier geschafft hat. Kannst mich mal. Mein Fuchsschwanz bleibt immer stecken, Martin. Tim, was willst du jetzt holen? Warte mal, Tim. Den größeren Fuchsschwanz. Ist jetzt hier schon mit... Größenvergleich angesagt, oder was? Hier wird ganz schön lang gerast heute, ne? Ja, also hier ist heute Halligalli. Ordentlich Verkehr. Nee, weißt du, woran das liegt? Na? Na, um 13 Uhr ist ja zu. Und die müssen jetzt alle noch gucken. Es ist seit 10 Minuten schon zu, stimmt. Ja, dann haben sie ein Problem. Herrlich. Naja, wer das? Oh, das geht gut. Baumfeld! Ah, aua. Okay, jetzt sind die ersten Gladiolen. Also Martin hatte eine Bitte an dich, ne? Das weißt du. Wer schneidet das Ding eigentlich auseinander und klein? Du, Robert. Nee. Immer der fragt. Vielleicht kann man das auch nochmal irgendwo einpflanzen. Weg. Ja. Vielleicht können wir es aber ins Tauschregal legen. Ja, wir legen es ins Tauschregal, das ist perfekt. Ach, sehr schön. Soll ich ein Foto von dir machen, Tim? Können wir das vielleicht als Vorschaubild nehmen? Herrlich. Du weißt übrigens, dass Baumfällen in der Vogelschutzsaison verboten ist, ne? Klasse, wir haben es mal wieder aufgenommen. Super. Ist ja wieder typisch. Zeig mal, wie stark du bist. Was ist denn eigentlich... Oh, Tim, du hast ja eine Rose entfernt. Ja. Und das ohne dich dreckig zu machen. Ja. So kennt man mich. So kennt man dich. Martin! Ja. Kannst mal einpflanzen. Ja, super gerne. An old man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, so many, so right. Jetzt sieht man hier schon die ganzen Samen, das ganze Saatgut, was ich mir da vorgenommen hatte, um das überarbeitete Erdbeerbeet, also hier sind die ganzen Erdbeeren jetzt raus
und wie man auch sieht, diverse neue Sachen ausgesät. Nochmal Ende August. Ich bin mal gespannt, inwiefern das das wird. Und dann hat mich der liebe Martin gebeten, ein Thema nochmal anzusprechen, was ihm sehr, sehr wichtig ist. Es geht hierbei um das Thema Arbeitssicherheit. Ja, das muss wirklich mal gesagt werden. So geht das hier einfach nicht. Au! Seht ihr? Also, wie würde man das jetzt richtig machen, Martin? Boing. Oh. Bang. Habt ihr es gehört? So. So steht man die hin. Naja, vielleicht auch nicht. Und dann reißt sie nur komplett den Wein ein. Aber man stellt sie auf jeden Fall nicht so hin. Genau. Das ist gefährlich. Und du rupfst ja auch schon wieder Unkraut. Wo denn? Im wilde Blumenbeet. Heißt also, ich pflanze, Martin macht Unkraut weg. Jeder macht also quasi das, was er am besten kann. Mal schauen, was Tim macht. Ja, können wir mal gucken, was passiert, wenn man da dicht herangeht. Ey, sag mal, ich habe gerade ein kurzes Porträt gemacht, was hier jeder im Garten so am besten kann. Und jetzt war ich bei dir angelangt. Aber gut, war nicht viel. Machen wir weiter. Martin, wie gesagt, hier noch beim Unkraut jäten. Kümmert sich um das wilde Beet. Da war sehr, sehr viel Unkraut drin. Und hat auch jetzt gerade, oder da kommt auch gleich nochmal eine neue Blumenmischung dazu. Damit wir, wie ja empfohlen von der lieben Ruth, damals, ich glaube, 2 oder 3 Videos zuvor, die Tipps zu Insektenfreundlichkeit im eigenen Garten gegeben hat. Also schaut euch das gerne nochmal an. Die auch gesagt hat, bis Oktober sollten wir den ganzen Bestäuber, Insekten ein bisschen was anbieten. Ja. Und dementsprechend gibt es da halt noch eine Blühmischung. Ja, ansonsten ist hier dieser Stamm, diese Stammrose, dieses dicke Ding ist jetzt, war völlig verwildert übrigens, ist jetzt weg. Das heißt, ist jetzt erstmal rausgeholt. Tim hat hier einen schönen Krater hinterlassen. Und jetzt muss das hier nur noch klein gemacht werden, weil das natürlich auch entsprechend entsorgt werden muss. Und dann geht es hier weiter auf der Terrasse mit den wunderbaren Bananen. Jacon, Canna und Peppino. Ja, ihr seht mal. Ganz schön viele ausgefallene Sachen hier in unserem Schrebergarten in Berlin-Pankow. Und dann fiel Martin noch auf, dass ja unser wunderschönes neues Insektenhotel hier thematisch vielleicht ein bisschen falsch steht, beziehungsweise an einem besseren Ort stehen könnte. Und den suchen wir jetzt auf. Ja, das wilde Blumenbeet ist dafür natürlich viel passender, weil hier auch das Sandarium ist. Also da, wo die ganzen Insekten reingehen möchten, sollen, dürfen, können, die im Boden, hätte ich brüten fast gesagt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also darf das jetzt hier rein. Schwupps, da ist extra so eine richtig coole Stufe dran, dass man es reindrücken kann. Und jetzt steht es hier auch ein bisschen passender tatsächlich in unserem wilde Blumenbeet. Ein bisschen schief, stimmt. Könnte man noch hier nachjustieren. Tag 2 bei uns im Kleingarten hier in Berlin-Pankow. Und ihr werdet euch wundern, warum ich so komisch gekleidet bin. Ja, ganz einfach, weil ich dachte, ich fahre jetzt hier in den Garten, ziehe mir jetzt, gerade wo es noch nicht ganz so warm ist, ein bisschen was drüber auf dem Fahrrad. Und dann kann ich es ja im Garten ausziehen, weil wir 24, 25 Grad bekommen sollten. Derzeit steht das Thermometer bei 18 Grad und das ist, nachdem es ja teilweise sehr heiß war zuletzt, doch ganz schön kalt. Also lasse ich erstmal diese wunderbare Fahrradbekleidung an und sehe ein bisschen komisch damit aus. Das erscheint mir auch ein bisschen unpassend, dass ich heute dann ausgerechnet eine Ananas pflanze, die ich in dieser Woche gekauft habe, hier im Kleingarten einpflanzen will, aber keine Angst, ich will sie nicht ins Beet einfach so pflanzen, sondern die kommt in einen Pflanzsack, den ich hier schon bereitgestellt habe und dann geht sie ins Gewächshaus. Denn klar, Ananas wird im freien
fällt hier nicht, vor allem nicht über Wintern. Und wir werden sie dann im Pflanzsack haben, sodass wir sie auch über Winter dann reinstellen können, beziehungsweise sogar mit nach Hause nehmen können. Und da habe ich hier so einen kleinen Pflanzsack, wo wir, weiß gar nicht, was da drin war. Da werde ich jetzt erstmal diese kleine Ananas, die ich übrigens die Woche im Supermarkt gekauft habe und das Ganze auch bei Instagram wieder dokumentiert habe. Ja, letztes Mal habe ich euch schon auf Instagram ein paar Mal hingewiesen, die da noch nicht angekommen sind. Schaut doch mal vorbei, da seht ihr auch so ein paar Sachen, die innerhalb der Woche passieren. Also erstmal umtopfen der Ananas. Hat jemand von euch Ananas? Vielleicht Tipps dazu, Pflegetipps, irgendwas? Dann ab damit in die Kommentare. Da ist die kleine süße Ananas jetzt umgezogen in einen größeren Topf. Allerdings ist er doch auch nicht so groß, wie ich es erst geplant hatte. Ich hatte ja einen größeren Pflanzsack hier. Aber ich denke, es reicht fürs Erste aus. Und jetzt geht das Ganze ins Gewächshaus. Ups, mal gucken, ob ich da noch ein Stückchen Platz finde. Ich glaube schon. Und ich hoffe ja nur auch, dass die schon so erwachsen ist, dass die Schnecken da auch nichts großartig mitmachen. So, und hier im Gewächshaus sind immer noch schön die Zuckermelonen am Wachsen. Und ich frage mich ja immer noch, wann die reif sind. Ich weiß, wenn sie gut riechen, wenn sie nach Zuckermelone riechen. Problem nur, da sie direkt neben dem Zitronenbasilikum stehen, ist der Geruch irgendwie kaum zu erkennen. Wobei es jetzt letztens auch in den Kommentaren hieß, die riechen so stark. Und ich weiß, als wir letztens mal eine Zuckermelone geschenkt bekommen haben, aus dem Garten von Arthur, Kanal Bodenständig, da war das so, dass wir eine Melone geschenkt bekommen haben und die bei uns im Auto hatten. Und es hat so krass noch danach, nach der Melone geschmeckt, gerochen vor allem, dass ich denke, dass wir es wahrscheinlich riechen werden, wenn wir da reingehen. So, das habe ich jetzt geschafft. Und habe auch nochmal gedüngt, auch die Melonen, die im Freiland sind, weil die entwickeln sich ganz gut. Aber die Blätter der Melone an sich sehen nicht mal richtig gut aus. Was aber richtig gut aussieht, wieder hier bei uns im Hochbeet, sind die Auberginen. Ne? Also ich habe ja schon so oft begeistert von den Auberginen berichtet. Und es ist mal wieder eine dran, die ich heute ernten werde. Also wirklich so groß wie im Supermarkt. Hier kommt ein nächster Ansatz. Da ist schon was. Hier sind noch 2, 3, 4 Blüten. Da ist auch noch eine kleine. Also wie ihr seht, diese Aubergine, die hat sich wirklich mehr als bezahlt gemacht. Was ich noch erwarte, hier ist vielleicht die Zuckermelone hier, die vielleicht auch noch mal was bringt. Und dann... Ja, ist uns im Hochbeet was aufgefallen. Und zwar sind hier überall nicht so richtige Löcher, aber als ob hier jemand drin rumgewühlt hat. Also der Bewässerungsschlauch liegt hier zum Beispiel frei. Ja, auch hier wie so kleine Löchlein. Es ist nichts weggefressen worden. Deshalb habe ich gedacht so, auch hier sieht es aus wie, als ob da einer drin rumgewühlt hat, aber nichts genommen hat, weil ihr seht ja, die Pflanzen sind irgendwie ziemlich unangefressen noch. Auch hier das Einzige, hier sind so ein paar Chilis, die hier liegen. Und, ach, was mir auch aufgefallen war, hier sind so Chilis, die so auf sind. Und das Einzige, was sich da drin befindet, sind irgendwelche Asseln, wie ihr seht. Aber die werden die wahrscheinlich nicht aufgemacht haben, oder? Also, wenn ihr wisst, was das hier auf sich hat mit diesen, ja, ob die hier vielleicht Vögel da rumgewühlt haben, ich weiß es nicht. Teilt doch gerne mal eure Erfahrung mit uns. Ja, was ich vor kurzem hier ausgesät hatte, ist, meine ich, Spinat. Ich weiß es nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es war Spinat. Und er kommt auch langsam. Genauso wie im anderen Pflanzsack, der Rucola kommt, die Rauke. Die Rauke, die kommt hier auch langsam zum Vorschein. Ja, die Kohle, die ich hier noch im ebenerdigen Beet hatte, die sind durchwachsen. Also dieser Grünkohl hier sieht hier offensichtlich sehr gut aus. Dieser Spitzkohl könnte das sein, so lala. Und dann gibt es welche, die halt so abgefressen sind, so abgefressen und so abgefressen. Naja, da hinten wieder ein bisschen was, was auch schöner aussieht, aber der linke zum Beispiel hier ist auch abgefressen. Dann sehe ich eine tolle Zucchini hier. Die haben ja kurzfristig Pause gemacht bei uns.
Dann dachte ich schon, kommt gar nichts mehr. Haben wir ordentlich Mehltau weggeschnitten. Ist jetzt schon wieder neu da, weil es auch immer wieder neue Pflanzen oder neue Blätter ausgebildet werden, was die Pflanze ja benötigt. Aber ja, jetzt kommen da auch wieder neue Zucchini. Nachdem hier bei diesem Delicious Green ja hier die Frucht abgefallen war und jetzt den Insekten gehört, also die war ja einfach, hat die Pflanze quasi abgeworfen, hat die Pflanze, und das seht ihr ja auch hier, dass sie nicht mehr so ganz fit ist, aber hat die Pflanze an anderer Stelle noch das hier hervorgebracht. Und hier verholzt auch langsam der Stiel. Also hier können wir auch bald noch einen Delicious Green ernten. Ja, und hier wieder zum Vergleich im ehemaligen Beet. Alles nicht ganz so pralle. Ja, also da sind die Rosenkohle noch echt klein. Aber hier, die Palmkohle sind richtig dicke schon. Aber die... ja, die stehen hier, glaube ich, einfach schon ein bisschen länger drin. Und dann habe ich ja festgestellt letztens, dass wir noch hier Kartoffeln auch im ebenerdigen Beet haben. Und zwar haben wir die hier nicht ausgepflanzt, also jedenfalls nicht in diesem Jahr, sondern die sind noch vom letzten Jahr. Und da muss ich mich demnächst wohl auch mal auf die Suche machen, ob ich da noch Kartoffeln unten drin finde. Hier ist aber auch noch die eine Pflanze noch nicht so komplett abgeblüht, also dachte ich, warte ich aber noch mal ein paar Tage, bis wir uns auch das angucken. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon Kartoffeln geerntet? Hat sich die Ernte gelohnt? Was hattet ihr so für eine Ausbeute? Oder müsst ihr sogar noch warten, weil die noch nicht komplett fertig sind? Ja, und hier sieht man dann die Blätter der Zuckermelone im Freiland, also im ebenerdigen Beet auch. Könnte auch sowas wie diese Blattfleckenkrankheit sein. Gibt aber noch einige Parts, die, ich sag mal, verhältnismäßig gesund sind, beziehungsweise die Melonen, die wir hier dran haben und mit den Organza-Säckchen schützen, die sehen auch gar nicht so schlecht aus. Ja, hier wieder eine Blume, die wir auch im letzten Jahr schon hatten. Im Beet immer selbstständig verteilt. Und deshalb, ja, die kleine Quizfrage an euch, ich weiß es mittlerweile sogar schon, die kleine Quizfrage an euch, was ist das für eine Blume? Wer es weiß, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten geht die Entwicklung hier weiter mit der Peppino. Die wird immer buschiger, immer größer. Und daneben diese Aubergine, die ja recht spät erst ausgepflanzt worden ist, also angezogen worden und ausgepflanzt worden ist, hier in einem ganz schönen Substrat aber drin steht. Und auch, ja, ich einfach mal auf Blüten warte, ob da noch was passiert. Und Blüten ist auch das Stichwort. Hier ist Lavendel, es riecht auch toll. Und der muss jetzt trocknen, denn daraus wollen wir das ähnlich machen, wie das Gitti macht. So kleine Säckchen zum Beispiel, die man nehmen kann, um Motten fernzuhalten, für den Duft ein bisschen. Und weiß nicht, vielleicht kann man auch daraus lecker Tee machen. Was würdet ihr denn mit solchem Lavendel machen, nachdem er getrocknet ist? Jetzt bin ich bei Gitti, kurz zu Besuch, hätte ich fast gesagt. Ich darf mal einfach durchgehen, weil ich doch letztens den Gartenrundgang mit ihr zusammen gemacht habe. Verlinke ich euch auch gerne. War richtig schön, aber da hat leider der Hibiskus noch nicht geblüht. Wow! Der Hibiskus noch nicht geblüht, der jetzt blüht. Und diese Blüten, ist also da hat Gitti nicht so viel versprochen. Das ist ja der Hammer. Also diese Teile sind ja... Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ich habe mein Makroobjektiv... Nein, sie sind wirklich riesig groß. Das sind ja wunderbare Teile, da hat sie wirklich nicht zu viel versprochen. Da muss ich auch unbedingt noch gleich 2-3 Fotos machen, glaube ich, ja, weil die sehen echt toll aus. Mensch, also wer sowas im Garten hat, kann es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, aber das ist schon was echt Besonderes. Da muss ich Gitti mal fragen, ob man da irgendwie auch was abstechen kann oder so. Das finde ich ja super, super, super gut aussehend. Also wirklich ein geiles Teil. Sowieso der gesamte Garten bei Gitti. Wenn ihr den Garten und Grundgang euch nochmal angucken wollt, den ich mit Gitti zusammen gemacht habe, dann klickt einfach das verlinkte Video. Wirklich eine coole Geschichte gewesen. Jetzt frage ich mich wirklich, ob man den Hibiskus irgendwie vermehren kann. Weil das Ding ist schon echt schön gewesen. Und bis das so groß ist, dauert es bestimmt noch ein paar Jahre. Naja, vorerst werden wir uns mit unseren Blumen hier zufrieden geben. Und die sind ja auch nicht schlecht. Die Gladiolen zum Beispiel... Ja, und ach, ganz gespannt, wir fahren sehr, 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 sehr bald zu Katrin nach Niedersachsen. Die hat nämlich einen englischen Garten.
Und da werden wir uns mal ein Beispiel dran nehmen. Ich vermute, der Rasen wird ein bisschen besser in Schuss sein und die ganzen Blumen auch, wenn ich das hier so sehe. Gerade nachdem hier Tim gestern diesen Krater gemacht hat. Ja, schaut mal diese toll gesprenkelte Rose hier an. Ach, da sitzt eine Spinne drauf. Aber diese Rose sieht echt toll aus und die wird hier auch umrankelt von irgendwas anderem. Ach, wunderschön, oder? Habt ihr auch schöne Rosen bei euch im Garten? Die sind schon was Tolles. Hier in dem ersten Hochbeet habe ich ja zum Beispiel so weiße Radies gesät und kann jetzt auch schon quasi jeden Tag ein paar ernten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, wenn ich die ganz frisch, wenn ich die ganz frisch hier essen kann. Hätte vielleicht noch ein paar Tage drin bleiben können, ist ein bisschen klein gewesen, aber super lecker. Und wie bei den Radieschen verschwenden wir natürlich nichts. Da wird auch das Grünzeug gegessen. Und an dieser Stelle entschuldige ich mich bei den Leuten, die das Schmatzen nicht so gerne mögen. Im Hintergrund das Märkische Viertel in Berlin-Reinickendorf zu sehen, ich finde immer ein toller Kontrast. Garten, Natur und dahinter dann, diese Wohnräume. Ich finde es spannend. Und was ich heute auf jeden Fall noch machen werde, ist düngen. Ich werde durchgehen, den Boden ein bisschen unterstützen mit den Bokashi-Flüssigdünger, den wir ja selbst herstellen. Einfach ein bisschen zur Bodenverbesserung und ein paar Pflanzen werde ich auch gezielt, wie zum Beispiel die Zuckermelonen, ja, gezielt düngen mit Flüssigdünger. Und dann habe ich ja auch überlegt, unser Hochbeet, wo ich ja letztens dieses Loch festgestellt habe, wo hier vermutlich die Wühlmäuse sich das schön gemacht haben. Da habe ich überlegt, die sind wohl geruchstechnisch auch ein bisschen empfindlich. Da gab es immer mal Tipps, mit Parfum zu arbeiten oder mit irgendwie anderen Sachen, die ich, Buttersäure und so, wo ich so dachte, weiß ich jetzt nicht. Das Bokashi-Zeug stinkt auch ganz schön. Ich glaube, ich kippe da einfach mal so ein kleines Fläschchen rein. Haben die auch gleich ein bisschen Dünger und die Mäuschen. Vielleicht lieben sie es auch, ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal aus und sag euch dann, ob es funktioniert hat oder nicht. So, und es wird geerntet, denn ja, diese Inka-Gurken hier kann man wohl so schon ernten. Und da habe ich jetzt hier an dieser Pflanze zwei Stück, die ich ernten kann. Mehr glaube ich nicht. Aber die werden geerntet und dann gucke ich mal, was an der anderen Pflanze noch ist. Und dann muss ich heute Abend überhaupt mal gucken, was man mit den Dingern machen kann. So, und das ist jetzt die Inka-Gurken-Ernte, um mal so ein bisschen einen Größenvergleich zu haben. Meine Hand dazu, die ist normal groß, würde ich sagen. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht man am besten mit so einer Inka-Gurke? Ja, und so richtig schöne Sachen im Kleingarten, die haben mit Geschenken zu tun. Und wir möchten uns an dieser Stelle bedanken. Es gibt seit neuestem eine Eigenmarke, unser Kleingarten Zwiebelchutney. Nein, selbstverständlich ist es nicht so. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns recht herzlich bei René und bei Frank, die dieses wunderbare Zwiebelchutney regelmäßig machen. Und wir das jetzt also schon, glaube zum dritten oder vierten Mal bekommen. Und es ist super lecker. Schmeckt zu Fleischgerichten, vermutlich. Haben wir nicht ausprobiert, also ich jedenfalls nicht, Tim schon. Aber auch sehr, sehr lecker zu einem veganen Sojasteak. Und dieses Mal gibt es etwas Neues dazu, eine Grillsoße. Auch die mit Liebe wieder eingekocht und wir sind sehr, sehr gespannt, werden es sehr bald probieren auf jeden Fall. Und jetzt nochmal die Frage, René, Frank, unser Kleingarten-Zwiebelchutney, ist das jetzt wirklich so ein neues Label? Darüber müssen wir nochmal sprechen, aber wir sagen an dieser Stelle wirklich recht herzlichen Dank. Toll, wir freuen uns, das ist richtig lecker. Und sogar Tim, der ja gar nicht so auf süße Sachen steht, weil das schmeckt ja so, also nach meinem Empfinden, herzhaft süß, der hat es geliebt. Vielen Dank. Ja, und wenn auch ihr uns etwas schenken wollt, dann
schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Wir sind immer bereit, solche netten Gaben entgegenzunehmen. Momentan fehlt es derzeit an Pflanzen beispielsweise, die wir im Winter ernten können. Ja, also wenn ihr Jungpflanzen zu viel habt, dann schreibt uns gerne Bescheid. In diesem Sinne ist das Video an dieser Stelle fast zu Ende. Ich habe aber noch eine kleine Sache, die ich gerne sagen möchte, weil sie mir auf dem Herzen liegt. In der letzten Folge habe ich mich verabschiedet mit den Worten, bleibt gesund. Und auch wenn ich mir natürlich wünsche, dass ihr alle gesund bleibt, so sollte man doch auch bedenken, dass sicherlich so einige Menschen meinen Spruch gehört haben, die schlichtweg nicht gesund sind. Und vielleicht auch nie wieder gesund werden. Wenn ich damit also Menschen gekränkt habe, dann tut es mir aufrichtig leid. In diesem Sinne wünsche ich euch allen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.